Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Eine Tiefbohrung wird ja ständig von Spülung durchströmt und diese Spülung übernimmt dabei eine ganze Menge Aufgaben. Sie muss zum Beispiel das Bohrklein aus der Bohrung austragen, sie muss aber auch die Bohrung insgesamt stabilisieren, indem sie von innen einen Gegendruck auf die Wände ausübt. Und sie muss so einen großen Druck im Bohrloch erzeugen, dass kein Öl oder Gas aus dem Gestein in die Bohrung reinfließen kann, dass also keine Kicks auftreten. Und außerdem gibt es noch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel die Schmierung zwischen dem Bohrgestänge und dem Bohrloch. Tja, aber wie stellt man jetzt so eine Spülung her? Dazu wollen wir mal in die typischen Rezepturen einer solchen Spülung gucken. Als Trägermaterial, als Basis brauchen wir zunächst einmal Wasser. Wasser ist umweltfreundlich und kostet nicht viel. Das ist schon mal gut. Aber Wasser hat eine sehr geringe Tragfähigkeit. Und man kann sich vorstellen, dass man mit Wasser alleine große Steine schlecht aus der Bohrung austragen kann. Und deswegen muss man noch ein paar Strukturbildner in die Spülung einbringen, um die Tragfähigkeit und die Zähigkeit zu erhöhen. So wie wir das hier in diesem Modell sehen. Das Bohrklein muss also richtig in die Flüssigkeit eingebunden werden, damit sie auch besser ausgetragen werden kann. Und diese Strukturbildner, dazu nimmt man normalerweise Ton, Bentonit zum Beispiel. Man kann auch Polymere benutzen, aber die kosten dann mehr Geld, haben aber auch auf der anderen Seite ein höheres Tragvermögen. Was brauchen wir noch? Wir müssen den Druck im Bohrloch so einstellen, dass der Druck im Bohrloch immer ein bisschen größer ist als der Druck in den Poren des Gesteins, um Kicks zu verhindern. Und diese Dichte der Spülung muss sehr präzise eingestellt werden. Wenn sie zu gering ist, kriegen wir Kicks. Wenn sie zu groß ist, platzt aber das Bohrloch auf und wir frecken das Gestein. Und deshalb benutzen wir eine ganze Menge Beschwerungsmittel, die unterschiedliche Dichten haben, wie man hier sieht. Und damit feintunen wir die Dichte der Spülung, dass im Bohrloch genau der richtige Druck ist. Und dieser Druck ist ein bisschen höher als der Druck in den Poren des Gesteins und deswegen verschwindet uns permanent immer ein bisschen Spülung in die umgebende Formation. Das ist natürlich schlecht und deswegen mixen wir der Spülung auch noch Filterkuchenbildner zu. Das sind Mineralien verschiedener Korngrößen. Und die bilden an der Innenseite der Bohrung einen undurchlässigen Filterkuchen und der verhindert, dass zu viel Spülung ins Gestein fließt. Ja, und damit haben wir schon alles Wichtige für so eine Bohrspülung zusammen. Und im Prinzip sieht so eine Bohrspülung fast aus wie eine Tasse Kakao. Tja, und mit dieser Spülung kann man schon sehr gut arbeiten, aber es gibt ein paar Gesteine, die vertragen keine wasserbasischen Spülungen. Das ist zum Beispiel Salz. Salz löst sich in Wasser auf. Oder Ton. Ton fängt in Wasser an zu quellen und wird klebrig und es macht keinen Spaß, da drin zu arbeiten. Und deswegen gibt es auch noch sogenannte ölbasische Spülungen. Die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass das Trägermaterial nicht Wasser ist, sondern ein Öl, zum Beispiel ein synthetisches Öl. Tja, und wir haben schon durch diese kurze Darstellung gesehen, dass die Zubereitung einer Spülung, die genau optimiert ist für den ganz spezifischen Einsatz, sehr, sehr komplex sein kann. Und deswegen gibt es richtig auf jeder Bohrung Spülungsingenieure, die sich nur mit der Zubereitung und Aufbereitung und Kontrolle der Spülung befassen. Und das, wie das geht, lernt man in unserer Vorlesung Spülungstechnik. Wir freuen uns, wenn ihr dazukommt. Glück auf!